Die Harfe bedeutet, dass ein Fest gefeiert wird und jeder einen beliebigen Rohstoff erhält. Aber hat ein Spieler die meisten Geschickpunkte, erhält nur er einen beliebigen Rohstoff. Jetzt gucken wir mal, wie es sich das mit diesen Geschickpunkten verhält. Hier oben, mein Gegner hat einen Geschickpunkt, das ist diese Harfe auf grünem Hintergrund, da unten rechts bei Kandamir. Wohingegen Inga, die mir jetzt schon sympathisch wird, drei von diesen Geschickpunkten ins Spiel bringt für meinen Fürstentum. Das heißt, ich habe den Geschickvorteil und erhalte als Einziger dann diesen freien Rohstoff durch das Fest. Klasse. So, was hat mir denn eben besonders gefehlt? Schafe habe ich inzwischen genug, Eisenerz habe ich einmal, Holz habe ich nicht, Lehm auch nicht. Das sieht ja echt schlimm aus. Ich habe ja fast gar nichts hier. Na, ich hole mir mal Holz. Holz ist immer gut. So, okay. Damit haben wir die Würfel abgehandelt. Ich kann gucken, was ich mit meinen Handkarten hier machen möchte oder machen kann. Und sehe, ich habe hier noch das Goldhandelsschiff. Ja, das würde ich gerne bauen für einmal Holz und einmal Schaf. Das heißt, Schaf drehe ich hier drüben mal auf 0. Das Holz, was ich mir gerade frisch durch das Fest erworben habe, kommt gleich wieder weg. Und das Goldhandelsschiff wird ausgelegt. Und folglich habe ich jetzt schon zwei von diesen Schiffen, also auch zwei von diesen Handelssymbolen. Nein, drei. Ich sehe gerade, die Zollbrücke hat auch so eins. Das heißt, ich bekomme jetzt, weil ich drei oder mehr habe davon, von diesen Handelssymbolen auf meinen Karten in meinem Fürstentum und weil mein Gegner nicht so viele hat. Der hat nämlich nur eins hier hinten beim Markt. Und ja, das war's, genau. Darum bekomme ich jetzt diesen Marker. Und den lege ich mir mal irgendwo hin, wo ich den auch wiederfinde. Hier vielleicht, so. Das heißt, mit diesem Marker zusammen hätte ich jetzt vier Siegpunkte. Wohingegen mein Gegner drüben drei Siegpunkte hat, ne? Den Marker plus zwei seiner Siedlungen. Gut. Ich habe eine Handkarte gespielt. Jetzt will ich hier irgendwas umziehen lassen von meinen Landschaften, damit ich noch das besser verarbeiten kann. Getreidehandelsschiff habe ich, Goldhandelsschiff. Ich habe jetzt noch keine von diesen Ertragsverstärkerkarten, die also irgendwie durch Benachbarung dazu führen, dass der Ertrag gesteigert wird. Das nicht. Okay. Kann man nicht ändern. Dann lasse ich das mit dem Umzug. Die behalte ich aber auf jeden Fall noch, falls mir da irgendwas misslingt. Hier, ich könnte jetzt auch den Markt bauen. Ist ein bisschen komplizierter zu erklären, was der bringt. Und kann ich mir den überhaupt leisten? Sonst spare ich mir das ganze Gesabbel. Nee, ist man nicht. Schieben wir mal beiseite. Und stattdessen beende ich meinen Zug, ziehe eine Karte nach. Ja, siehst du wohl, das Kloster. Darauf freue ich mich schon. Mal gleich gucken, dass ich genug Rohstoffe nachher habe. Ich brauche auf jeden Fall gleich noch Getreide und Lehm, bevor ich das Kloster bauen darf. Ist aber eine schöne Sache, denn dann darf ich auf vier Handkarten aufziehen und habe somit mehr Möglichkeiten in Zukunft als bisher oder als mein Gegner bisher noch. Gut, aber soweit ist es noch nicht. Achso, will ich noch was tauschen? Will ich den Markt hergeben? Nö. Mein Gegner hat ja auch einen Markt liegen, das heißt, den will ich jetzt schön behalten. Mein Gegner ist dran. So, siehst du wohl. Und die vier erstmal. Dann gucken wir mal, da oben bringt es Gold. Hier bei mir bringt es ein Schäfchen ins Trockene. So, und jetzt wieder hier die reiche Ernte. Da hatten wir vorhin drüber gesprochen. Und wir bekommen dann laut Anleitung einen beliebigen Rohstoff. Aber ich hier unten habe die Zollbrücke gebaut und die bringt, wenn das Ereignis reiche Ernte eintritt, zwei Gold. Das ist eine klasse Sache. Ich kann allerdings auch nur noch ein Gold unterbringen. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob die Regel sagt, wenn du nicht alle beide Gold unterbringen kannst, dann darfst du gar nichts nehmen. Ich drehe jetzt einfach mal auf einen weiter. Ja, ich habe noch mal gerade nachgeguckt. In der Regel durch diese Zollbrücke erhalte ich Gold und wenn das aber nicht ganz untergebracht werden kann, verfällt einfach der Rest. Aber da steht jetzt nicht, dass ich mir dann gar kein Gold nehmen darf. Gut, das haben wir geklärt. Und wo war ich stehen geblieben? Bei der Reiches Fest. Hat mein Gegenüber eigentlich schon was dazu bekommen? Nee, der darf sich noch einen beliebigen Rohstoff ausdenken. Dann nimmt er mal Lehm. Das passt immer gut in die Sammlung. Und bei mir hatte ich mir da eigentlich schon einen genommen. Nee, ich hatte mir nur das Gold eingetragen und nehme mir jetzt noch dazu ein Holz. So. Dann ist jetzt der Würfel da abgehandelt. Und ich kann gucken, ob ich Handkarten bauen will. Und ich würde am allerliebsten hier. Ja, siehst du, da war doch ein Fehler gerade. Das heißt, naja gut, ich hätte, selbst wenn ich jetzt nicht das Holz genommen hätte, sondern zum Beispiel Lehm, dann hätte mir jetzt immer noch was gefehlt. Nämlich das Getreide, ja. Da haben wir den Salat.
Kann ich denn tauschen? Ja, ich kann tauschen. Und zwar kann ich Gold tauschen. Das hätte ich auch wieder vorher wissen müssen. Getreide fehlt mir und Lehm fehlt mir. Ja, ich hätte doch nicht das Holz nehmen dürfen eben. Ja, ist passiert. Also es hilft tatsächlich, bevor man sich so bei solchen Festen wie mit dem Ehrenwürfel da ausgelöst Rohstoffe nehmen darf, dann hilft es immer, schon mal vorher seine Karten zu konsultieren oder zu überlegen, will ich vielleicht eine Siedlung oder eine Straße bauen dahin und genau zu beachten, welche Rohstoffe brauche ich dann, habe ich die dann alle oder was muss ich noch dazu kriegen, damit ich das dann überhaupt so machen kann in meinem nächsten Zug. Und ja, das war jetzt der Fehler. Aber ich stehe jetzt dazu, ich mach das nicht rückgängig oder sowas. Und stattdessen, gut, kann ich jetzt das Kloster also nicht bauen. Wobei, warte mal, wer hat denn die Würfel überhaupt geschmissen? Das war doch, war ich das hier vorne? Nee, ich hatte doch eben gerade das Goldhandelsschiff gebaut. Macht doch jemand gegenüber. Der ist doch dran. Also, der kann eine Lagerstätte bauen, wenn er Holz und Schafe hat. Hat er beides, macht er gerne. Und die Webstube würde was bringen, um seinen Schafertrag zu erhöhen, aber da ist gar kein Platz. Ach so, genau. Moment, er konnte ja eben schon nichts bauen, weil er keine Siedlung hat. Kann er denn jetzt eine Siedlung bauen? Holz hat er, Lehm hat er, Getreide hat er, Schaf hat er. Ja, dann macht er das jetzt. Das heißt, mein Kollege hier oben gibt einmal Holz, also alle diese für eine Siedlung wichtigen Sachen ab. Machen wir mal eben einmal Holz weg, einmal Getreide weg, ein Schaf weg. Und einmal Getreide weg und zack, die Bohne hat er hier eine neue Siedlung und einen weiteren Siedpunkt. Und er kriegt jetzt zwei Landschaften dazu. Einmal Getreide und einen weiteren Wald. Das ist ja herrlich. So, sind beide noch völlig leer. Keine Erträge drin, aber das ändert sich ja bald. Denn jetzt bei einer 4 bekommt er weiteres Holz dazu und bei einer 3 noch weiteres Getreide. Schöne Sache. Ja, das hat er jetzt also gemacht. Er hat eine Siedlung gebaut und hat jetzt leider nicht mehr genug Rohstoffe für die anderen Dinge, schönen Dinge des Lebens. Für die Straße braucht er auch Holz, hat er nicht. Gut, dann ist er fertig. Müsste jetzt aufziehen. Überlegt sich jetzt noch, ob er was tauscht. Nö, macht er nicht. Er ist ganz zufrieden mit seinen Handkarten. Bleibt einfach dabei und gibt weiter an mich hier unten, wollte ich noch sagen. So, dann machen wir das auch. Wir würfeln, wenn wir das nicht schon getan haben. Und da kommt eine 5 und eine Harfe bei rum. Wir gucken mal eben. Die 5 bringt mir hier unten einmal ein Schaf. Und dann hier nochmal Erz. Leider haben wir jetzt hier keine Eisenschmelze daneben liegen. Die würde nämlich den Erzertrag erhöhen. So, mehr ist hier mit 5 nicht zu wollen. Und was ist da oben los bei der 5? Wo hat er die 5? Da oben das Getreide. Drehen wir mal auf 1. Und weil er da eine Getreidemühle hat, für die Zahl eines benachbarten Blablabla, ne, kriegt er gleich noch eins oben drauf. So, zack. Der freut sich. Hat sich mal was ausgezahlt. So, jetzt die Harfe. Ich erinnere mich immer nicht. Ah ja, es ist auch ein Fest. Ich komme mit den ganzen Festen so ein bisschen durcheinander. Wobei das eine ist ein Fest, das andere ist die reiche Ernte. So, bei diesem Fest erhält jeder einen beliebigen Rohstoff, hat ein Spieler aber die meisten Geschickpunkte, erhält er einen beliebigen Rohstoff alleine. So, jetzt nochmal durchzählen. Inga ist mir weiterhin treu, bringt mir 3 Geschickpunkte. Hingegen dem Gegner bringt nur der Kander mir einen Geschickpunkt und sonst ist da nichts los. Wunderbärchen. Dann habe ich hier also meinen. Guck mal, und jetzt ist so ein Moment, wo ich es hoffentlich diesmal richtig mache. Ich gucke mal, was ich für mein Kloster gleich brauche. Habe ich da alles? Lehm fehlt mir zum Beispiel, Getreide fehlt mir auch. Und Eisenerz hätte ich dafür doppelt. Gut, siehst du? Das heißt, ich nehme jetzt entweder Lehm oder Getreide. Ich nehme mal Getreide. So, das ist der Rohstoff, den ich durch die Harfe, durch das Fest bekommen habe. Die 5 haben wir auch schon abgehandelt. Somit kann ich jetzt überlegen, was ich in meinem Zug mache. Wir erinnern uns, ich habe mein goldenes Handelsschiff, nee, mein Goldhandelsschiff, so rum. Und kann Gold im Tauschkurs 2 zu 1 gegen einen beliebigen anderen Rohstoff tauschen. Das tue ich jetzt. Ich habe 3 Gold, gebe 2 davon her, sodass mir ein Goldklumpen bleibt. Und für diese 2 Gold nehme ich mir ein Lehm. Und das ist nämlich genau der dritte Bestandteil hier für mein zu erbauendes Kloster, auf das ich mich ja schon freue. Einmal Lehm kommt jetzt gleich wieder weg. Ich drehe das mal im Hintergrund weiter. Dann haben wir einmal Erz weniger.
Und einmal Getreide weniger. Das ist alles gerade eben gekommen. Und durch vorausschauendes Fahren, hätte ich mal gesagt, vorausschauendes Planen. Naja, also ein bisschen mitdenken und schon hat das auch geklappt. Ich kann jetzt mein Kloster bauen. Und das bringt hier diesen Fortschrittspunkt. Der war vorhin mal wichtig, da gab es noch kein entsprechendes Gebäude. Ich lege das jetzt hier oben. Nee, oder? Doch. Nein, vielleicht auch nicht. Ich lege das mal hier unten hin. Dann habe ich es auch besser im Auge. Ne? Macht das nicht so viel Unsinn, wenn das in der ersten Reihe sitzt. So, da ist mein Kloster. Markt und Umzug brauche ich jetzt eigentlich alles nicht so dringend und würde deswegen sagen, ich ziehe auf jetzt vier Handkarten, weil das Kloster einem vier Handkarten gestattet. So, einmal und nochmal. Siehst du wohl. Kundschafter ist immer cool, denn da, wenn ich eine neue Siedlung baue, ziehe ich nicht einfach hier die obersten zwei Landschaftskarten und lege die hier an die neue Siedlung an, sondern ich darf mir die gezielt aus dem Stapel raussuchen, muss ihn dann nur noch mal mischen und dann wieder hinlegen. Also das ist natürlich, ne, das ist doch das Beste, was überhaupt möglich ist. Dann sage ich, ich bin fertig, mein Gegner ist dran, ich würfel mal eine 2 und eine Waage. So, die 2, die löst einiges aus. Eisenschmelze kommt nicht hier zum Tragen für die Lehmgrube, das hatten wir schon mal den Fall. Aber immerhin einmal Lehm dazu und ach, mehr ist da gar nicht. Was ist aber hier? Bei mir gibt es einmal Eisen und oh, gleich daneben an hier das Holz. Ja, das ist immer ein richtig schöner Moment, wenn man denn hier einfach mal was dazu bekommt. So, jetzt die Waage. Besitzt ein Spieler den Handelsvorteil, erhält er einen Rohstoff seiner Wahl von seinem Mitspieler. Also nicht einfach so aus der Bank oder so, nee, von seinem Mitspieler. Jetzt gucken wir, wer den Handelsvorteil hat, ganz klar. Wer hat den Handelsvorteil? Also kriege ich jetzt einen meiner Wahl von meinem Gegner. Ich gucke gerade mal bei mir und bei meinem Gegner, was der mir überhaupt zu bieten hat. Ich schnapp mir sofort von ihm ein Getreide. Das ist lecker, da habe ich mich selber nicht genug von. Drehe bei ihm also ein weniger und bei mir ein neu dazu. Und somit sind die Würfel abgehandelt. Kommen wir zu seinen Handkarten. Er würde ja gerne eine Webstube oder die Lagerstätte ist ja noch besser. Der braucht Holz und Schaf. Holz hat er jetzt im ganzen Wald nicht mehr, also sogar zwei Wälder, die leer sind. Das ist natürlich bescheuert, dann muss er mal gucken, ob er tauschen kann. Was kann er denn tauschen überhaupt? Hat er irgendein Handelsschiff? Nee, hat er gar nicht. Da wäre ich jetzt vielleicht schlauer gewesen an seiner Stelle und hätte Brigitta gespielt, denn dann hätte ich bestimmen können, welche Gebiete was abwerfen. Auch dafür ist es jetzt zu spät, aber so ist es nun mal. Das muss jeder, also für zwei Denken gelingt mir oft nicht ganz so gut. Und das ist bei diesem Spiel auf jeden Fall zu beachten, dass man immer seine Karten im Auge behält. So ähnlich wie bei Targi, was ich jüngst in einem Video besprochen hatte. Da muss man ja auch immer gucken, was steht auf den Karten eigentlich drauf, die ich in meiner Auslage liegen habe. Denn die bergen schöne Vorteile. Gut, also den habe ich hier verschenkt für meinen Gegenüber. Und der kann also jetzt gar nicht Holz und Schafe, hätte er eins immerhin. Mal sehen, kann er denn irgendwie 3 zu 1 tauschen? Hat er von irgendwas 3? Auch nicht. Ja, dann ist das ein relativ einfacher Zug. Jetzt kann er überlegen, ob er was tauscht. Nee, hat er letzte Runde schon gesagt, will ich nicht. Also auch nichts nachziehen. Ja, der ist soweit durch. Kommen wir zu mir hier unten wieder. Fragezeichen und eine 1. Die 1, die ist doch bei mir Gold, genau, die ist Gold wert. Prima, dann kann ich da schon mal einmal tauschen gleich, wenn mir so danach sein sollte. Und ist noch hier eine 1 versteckt? Nicht bei mir, nee, aber bei meinem Kollegen oben müsste eine 1 wenigstens sein. Genau, der hat jetzt ein Schaf mehr. So, und das war das. Jetzt kommt das Ereignis. Schauen wir mal, was da nun los ist. Ertragreiches Jahr. Okay, da muss ich mal näher ran. Langsam wird es dunkel hier bei mir. Jede Landschaft erhält, falls Platz vorhanden, für jede angrenzende Lagerstätte und jedes angrenzende Kloster einen Rohstoff dazu. Das heißt, wir gucken uns im Grunde nur die Landschaften an, die ein Kloster oder eine Lagerstätte nebenan haben. Und kriegen dann einen Rohstoff dazu, wenn da noch Platz ist. Ich weiß, dass ich ein Kloster hier unten habe, ne? Und weiß auch, ich sehe es, dass da noch ein Schaf reinpasst. Toll. Hier passt sogar eine ganze Menge mehr Lehm rein. Das mache ich also auch schon mal. So. Das waren die beiden Landschaften, die hier mit dem Kloster verbunden sind. Eine Lagerstätte habe ich hier unten leider noch nicht errichten können, will ich aber in Zukunft. Ne, hier, das hätte ich machen müssen, bevor jetzt diese Karte gekommen wäre, aber was soll's.
So ist es nun mal. Und hier oben, mein Kollege hat, soweit ich das sehen kann, weder Kloster, das weiß ich, aber auch noch keine Lagerstelle. Das muss ich eben kurz mal überprüfen. Nee, hat er nicht. Das heißt, dieses Ereignis hat mir immerhin jetzt ein Schaf und ein Lehm gebracht. Dafür bin ich dem Ereignis sehr dankbar. Vielen Dank, Ereignis. Und die Würfel sind damit abgehandelt. Und ich kann gucken, ob ich jetzt hier meine Lagerstätte bauen kann. Schaf und Holz brauche ich dafür. Habe ich beides. Dank der günstigen Umstände mache ich also, baue ich sofort. Und baue ich mal da oben rein. So, muss dafür ein Holz wegdrehen. Tja, das wird nicht irgendwie auf dem Laster gepackt und weggeliefert. So, nix, das wird einfach weggedreht. So, das und ein Schaf muss noch weg. Da habe ich auf, oh Mann, habe ich viele Schafe. Wenn jetzt bloß nicht der Räuber kommt. Naja, vielleicht kriege ich das ja noch schnell weggetauscht, was ich hier so in rauen Mengen über habe. Denn je größer natürlich so ein Fürstentum ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Rohstoffe rumliegen hat und mehr als 7 dann insgesamt hat. Und da sind diese Lagerstätten natürlich sehr nützlich, weil die, also hier in meinem Fall das Eisenerz zum Beispiel dann und der Wald, also das Holz aus dem Wald dann nicht mitgezählt wird, um diese 7 oder mehr zu ermitteln. Das ist also schon mal sehr schön. So, kann ich noch irgendwas Tolles oder Finsteres machen hier? Markchen, Umzug, Kundschafter? Nee, aber ich kann mal gucken, ob ich vielleicht noch irgendwie eine Stadt mal bauen kann. 2x Getreide bräuchte ich dazu allerdings. 1 habe ich nur, da oben. Und das fällt also flach, genau aus demselben Grund. Ach nee, Quark, für eine Siedlung braucht man ja nur eines. Getreide und da habe ich Schaf, habe ich Lehm, habe ich jetzt auch Holz, habe ich auch. Also, ich kann mir eine Siedlung bauen, nur fehlen mir dazu die Straßen. Ja, hier keine Straße, da keine Straße. Das heißt, das wäre das erste, was ich tun müsste. Dafür bräuchte ich dann aber wiederum 2 Lehm und ein Holz. 2 Lehm habe ich nicht am Start, kriege ich aber. Pass auf, ich habe ja wieder hier mein Goldwarenschiff oder Goldhandelsschiff und kann mir die 2 Gold, die ich habe. Flups, die Wups, umtauschen in, wenn ich das doch nur, so jetzt, in einen beliebigen Rohstoff. Und da nehme ich mir dann einfach glatt das Lehm, den Lehm natürlich dazu. Spare mir aber das Hin- und Hergedrehe hier, zumindest in die eine Richtung. Ich habe ein Lehm kriege ich jetzt durch den Goldtausch, habe also 2 Lehm jetzt quasi weggetauscht und den einen Holzbalken hier, den haue ich auch noch mit da rein in die Tüte. Ist ja wie auf dem Fischmarkt hier bei Alfred. So, und dann habe ich also meine Kosten für die Straße bezahlt und kann die an eine Siedlung anlegen. Das mache ich jetzt einfach hier außen, weil ich da so schön viel Platz habe noch und das ist auch hell genug. Ja, das wäre das und jetzt ziehe ich einfach eine neue Karte nach, weil ich ja 4 haben darf und jetzt momentan nur hier 3 vor mir liegen. Das ist der Goldschmied, der hauptsächlich dann Sinn macht, wenn man eben ganz viel Gold hat und das gerade nicht für was anderes gebrauchen kann. Wenn man also zum Beispiel nicht, wie ich, ein tolles Goldhandelsschiff hat, dann ist der Goldschmied nämlich so ein bisschen witzlos. Ich könnte den sogar jetzt abgeben und nochmal eine schickere Karte dafür holen. Mache ich aber auch nicht. Nee, spare ich mir. Ich lasse mich mal überraschen, was kommt. Und zwar kommt jetzt erstmal, dass der Gegner dran ist. Ich würfel also für meinen Gegenüber. Eine 4. Ich fange einfach hier unten an, wo ich gerade mit der Kamera bin. Die 4 ist ein Schäfchen. So, 4. Und sonst nichts. Man wird ja leicht gierig. Ne? Man hofft dann immer, Moment, das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Aber leider ist es so. So, 4 und hat der nicht noch eine andere 4? Ja, siehst du da oben, der hat tatsächlich noch eine. So, der hat da jetzt einmal Gold dazu gekriegt und einmal Holz. Jetzt kommt das Ereignis. Mal sehen, ob das sich das wieder so gut auswirkt für mich. Julfest. Mischen Sie den Ereignisstapel wie zu Spielbeginn und ziehen Sie danach erneut eine Karte. Klasse, ja genau. Diese Karte wird nämlich am Anfang, wenn dieser Ereigniskartenstapel gemischt oder vorbereitet wird, werden 3 Karten von dieser Sorte hingelegt, das Julfest, so wie ich es halte, oben drauf gelegt und der Rest der Ereigniskarten oben drauf wiederum. So hat man dann einen neuen Stapel. Das heißt, ich nehme jetzt alles, was jetzt hier nicht dran war. Müsste dafür kurz mal die Kamera weglegen. Ich schalte die, glaube ich, mal kurz auf Pause. Dann werde ich mischen. Und schon geht's weiter. Da ist der gemischte Stapel. Das Julfest ist wieder die 4. Karte von unten. Und ich ziehe mal nach. Ertragreiches Jahr. Jetzt hätte ich mir das hingeschummelt. Jede Landschaft erhält, falls Platz vorhanden und so weiter und so fort. Das mit den Lagerstätten und Klöstern, ne? Ihr erinnert euch, das hatten wir vor kurzem. Und ich habe jetzt hier unten bei mir, ich darf nicht vergessen, dass ich für meinen Gegner oben, pass auf, ich lege mal die Würfel hoch, damit ich das nicht vergesse. Und fangen sogar vielleicht auch mit dem da mal an. Also, was hat der an Klöstern? 0. Hat der Lagerstätten inzwischen gebaut, ohne dass ich hingeguckt habe? Hat er auch nicht.
dann fällt das für ihn wieder flach. Aber bei mir. Ich habe hier neben meinem Kloster Schafweide und meine Lehmgrube. Da passt noch ordentlich was rein. Und dann hatte ich doch auch eben schon eine Lagerstätte gebaut. Ach ja, siehst du, da oben. Guck, da einmal nochmal Erz für mich und dann nochmal Holz für mich. Ist das nicht ein Traum? Jetzt kann ich eigentlich nur hoffen, dass ich nicht gleich selber den Räuber würfel, wenn ich wieder dran bin. Denn das wäre dann schon ein bisschen teuer. Ich möchte jetzt gar nicht jetzt groß nachzählen, wie viel ich habe, aber es sieht nach viel aus. So, das ist das Ereignis gewesen. Die Vieren hatten wir schon abgehandelt. Jetzt gucken wir nochmal auf die Dingskarten hier, auf die Handkarten. Genau, der steckt ja immer noch da fest mit seinem Webstuhl und Lagerstätte. Da fehlt ihm nach wie... Nee, jetzt hat er ein Holz und ein Schaf hat er auch. Wunderbar, habe ich ihm auch nicht weggeklaut. Das heißt, wir bauen ihm auch mal eine Lagerstätte, damit er auch geschützt ist gegen fiese Räuber. Schieben das hier unten zwischen sein Getreide und sein Lehm müssen dafür einmal Holz und ein Schaf abgeben. Das ist das Holz gewesen. Schaf haben wir hier. So, fertig ist die Laube. Kann man das Stiefel vielleicht nochmal von oben zeigen. Man braucht da so ein bisschen Platz, wenn man das Spiel spielen möchte. Licht habe ich jetzt auch mal angeschaltet. Auch wenn es nicht so viel dramatisch viel heller wird, immerhin ein bisschen. Gut, das war seine Handkarte. Jetzt überlegt er noch, ob er die Webstube baut. Baut er aber nicht, weil er ja gar nicht genug Holz hat. Er könnte jetzt 3 Gold tauschen gegen ein Holz. Ja, pass auf, das macht er, bevor hier gleich der Räuber kommt und ihm alles wegnimmt. Der dreht 3 Holz auf Seite 0. Hat also 3-mal den gleichen Rohstoff abgegeben. Das ist der übliche Tausch, wenn man kein Handelsschiff hat oder sonst irgendwie einen Vorteil beim Handeln. Und nimmt sich dafür ein Holz. Das drehe ich jetzt aber gar nicht groß weg, sondern sage mir, stattdessen drehe ich auch noch das Schaf um und habe damit also ein Holz und ein Schaf bezahlt. Kann noch hier diese Webstube jetzt ablegen. Die sollte ich möglichst, wenn die Kamera das doch mal scharf kriegen würde, die sollte ich möglichst neben, wird einfach nichts, sollte ich möglichst neben eine Schafweide legen, habe ich jetzt gerade nicht da und kann deswegen nur hoffen, dass ich irgendwann noch diese entsprechende Karte ziehe, die einen Umbau ermöglicht, so wie hier ich selber das unten habe, die Umzugskarte. Ja, damit ist der Spieler fertig, nimmt sich 2 Karten nach. Einmal die Zielbrennerei, super. Und endlich ein großes Handelsschiff. Da muss ich jetzt mal eben selber gucken, das kenne ich nämlich noch gar nicht. Sie dürfen 2 Rohstoffe der linken oder rechten benachbarten Landschaft gegen einen beliebigen anderen Rohstoff tauschen. Achso, ja gut. Das ist jetzt weniger spektakulär, als ich gedacht hätte. Aber immerhin haben wir wieder was dazu gelernt. Dann ist der Spieler ich selber wieder dran, der untere. Wir würfeln mal. 2 und Fragezeichen. 2 sehe ich da oben schon. Ist das Erz einmal und einmal das Holz. So, haben wir noch eine 2. Das wäre ein Träumchen, aber nee. Und da oben ist es einmal das der Lehm oder die Lehmgrube. Und das war es da. Und ein Fragezeichen, das hat mir ja bisher eher Glück gebracht. Mal gucken. Erfindung. Jeder Spieler erhält für jedes Gebäude mit einem Fortschrittssymbol einen beliebigen Rohstoff. Maximal jedoch 2. Das heißt, wenn ich jetzt 3 Gebäude mit so einem Buchsymbol drauf hätte, wie das Kloster hier, dann, selbst dann würde ich nur 2 maximal Rohstoffe bekommen. Ja, also beliebigen Rohstoff darf ich mir jetzt nehmen. Und zwar einmal, weil ich ein Kloster habe. Mein Kollege drüben, da checke ich das gerade nochmal, aber der hat nichts dergleichen. Es sei denn, er hat es übergeklebt und ich sehe es nicht. Also, für mein Kloster kriege ich jetzt einen beliebigen Rohstoff. Wir erinnern uns, erst auf die Handkarten gucken, dann entscheiden, was man sich für Rohstoffe nimmt. Aber da ist jetzt hauptsächlich, dann habe ich Aktionskarten, 3 Stück, das sind diese mit dem gelben Hintergrund unten. Und einmal den Markt, den ich irgendwie gar nicht so spannend finde. Goldschmied. Geben Sie 3 Gold ab und nehmen Sie sich dafür 2 beliebige Rohstoffe. Ja, habe ich jetzt aber gar nicht. Holz habe ich genug. Schaf habe ich genug. Getreide könnte ich mir noch mal eins dazu nehmen. So. Dann haben wir das jetzt mal erledigt, das mit diesem Ereignis. Und ich kann zusehen. Ah ja, genau, hier Umzug. Ne? Die Karte, die mir gestattet, 2 Landschaften, also eigene Landschaften oder eigene Ausbaukarten gegeneinander zu tauschen. Hier seht ihr den Zusatz, Rohstoffbestand und regelkonforme Auslage müssen erhalten bleiben. Ja, so, das heißt, ich gucke gerade mal, ob ich irgendwo was total bescheuert hingelegt habe. Also zum Beispiel eine Ziegelbrennerei neben eine Schafweide und ein Eisen, also ein Gebirge.
Das ist ja meinem Kollegen oben passiert. Oder mir, für ihn. Aber bei mir ist das jetzt gar nicht so wild. Muss ich irgendwas eigentlich umziehen hier? Zollbrücke liegt gut, Kloster liegt gut. Liegt eigentlich alles ganz gut. Also ich habe gar nicht so diese, immer noch nicht diese Ertragsverstärkerkarten. Komisch eigentlich. Wo sind die denn alle? Das heißt, das muss jetzt eigentlich gar nicht passieren, der Goldschmied, ich habe einfach keine drei Goldkundschafter. Ah ja, Siedlung, genau, ich wollte auch eine Siedlung probieren zu bauen. Habe ich denn Holz? Ja. Habe ich Lehm? Ja. Habe ich Getreide? Ja. Habe ich Schaf? Ja. Mensch, alles da. Das heißt, ich baue mir eine Siedlung. Hier ist sie. Die lege ich mal hier erstmal ab und gucke mir dann nochmal ganz in Ruhe an, was ich wegdrehen muss. Hier einmal das Schaf. Fangen wir hinten an, dann drehe ich hier hinten im Off das Getreide weg. Vertraut mir, ich habe das wirklich gemacht. Dann einmal hier den Holzstapel und einmal Lehm. Siehst du, dann haben wir das doch. Zack, haben wir eine neue Siedlung in der Hood. Und dann drehen wir die mal um. Zack, sie liegt sogar richtig. Und wie viele Punkte habe ich jetzt? 1, 2, 3, 4 plus den Handelsmarker 5. Ne? Zwei fehlen noch, dann habe ich gewonnen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde sowieso hier gewinnen. Egal, wer von uns beiden. Ach, na gut. So, also ich habe jetzt die Siedlung gebaut. Was mache ich denn noch Schlimmes jetzt gerade mal? Habe ich vielleicht ganz, ganz, ganz viel Eisenerz? Nee. Ich habe drei Schafe. Das ist natürlich eine Menge. Ach doch, ich habe ja ganz viel Eisenerz. Ach so, passt mal auf. Guck mal hier. Ich habe zwar nur ein Getreide, obwohl ich zwei für eine Stadt brauche. Aber da hinten ganz viel Eisenerz. Wow, das ist genau das, was ich für eine Stadt brauche. Das heißt, wenn ich mir jetzt irgendwie zum Beispiel durch Verkauf von drei Schafen, nicht Verkauf, sondern Tausch von drei Schafen, ja, mache ich. Also hier, drei Schafe drehe ich um. Ich hätte sogar vier mit der anderen, mit dem Schaf von der anderen Weide da hinten. Also ich drehe die drei hier auf null, habe damit einen Rohstoff frei. Das wird hier ein Getreide sein. Das heißt, mit dem einen, was ich noch habe, habe ich dann also zwei Getreide jetzt hier gerade in der Waagschale. Zusammen mit den drei Eisenerz von hier drüben habe ich dann alles zusammen, was ich für eine Stadt brauche. Und jetzt seht ihr auch gleich, was dann passiert. Ich drehe mir die um. Da seht ihr auch die zwei Siegpunktflaggen. Und die packe ich auf eine Stadt mitten oben drauf. Mache ich jetzt hier mal am Rande, da habe ich noch am meisten Platz. Die kommt also wirklich auf die Siedlung oben drauf. Und was das bringt... Achso, warte mal, als ich eben eine Siedlung gebaut habe, da habe ich völlig vergessen, mir Landschaftskarten mitzunehmen. Das muss ich jetzt mal eben schnell nachholen. Einmal und zweimal. So liegen auch gleich richtig rum. Das bringt mir, dass ich nicht nur jetzt hier und hier, wie bei einer Siedlung üblich, bauen darf, sondern auch noch einmal da drüber. Also hier, wo jetzt schon andere Karten rumliegen, muss ich mir gleich Platz schaffen. Und hier drunten auch. Das heißt, zwei Bauplätze hat man unter dieser Stadt zur Verfügung. Ne? Da ist also jetzt erstmal wieder genug Platz im Karton. Dann haben wir das schon mal erledigt. Mein Zug ist eigentlich soweit durch. Ich habe jetzt gar keine Handkarten benutzt, aber das muss man ja auch nicht. Und würde ich irgendwas wegtauschen? Ja, ich glaube, ich tausche den Goldschmied jetzt weg. Das heißt, der kommt hier irgendwo drunter. So, ich schnappe mir davon die oberste. Ach, siehst du, ein Lehmhandelsschiff. Nicht, dass ich jetzt hier im Lehm schwimmen würde und mir das irgendwie viel bringen würde. Aber egal, besser. Ich habe das als mein Gegner. Ja, da ist es. Gut, dann ist mein Gegner dran. Würfelt eine 1 und ein Fragezeichen. Ich bleibe erstmal hier unten, mache mir meine 1, war das Gold hier, genau. So, einmal die 1. Erstaunlich, jetzt habe ich schon so viele Landschaftskarten hier liegen und noch nur eine 1. Hat mein Gegner vielleicht mehr als eine? Der hat auf jeden Fall hier seine Schaf 1. Ne, mir ist einfach nicht zu wollen. Na gut. Und wieder ein Ereignis. Was haben wir da? Fahrender Händler. Jeder Spieler darf sich bis zu zwei beliebige Rohstoffe nehmen. Für jeden Rohstoff muss er aber ein Gold zahlen oder muss ein Gold bezahlt werden. Okay, also mit nehmen ist es nicht wirklich so, sondern man muss eigentlich kaufen. So, das heißt, wir gucken mal eben, wie viele von uns, also ich habe einen Goldklumpen und mein Kollege da oben hat null Goldklumpen. Das heißt, der kann gar nicht nehmen bzw. kaufen. Ich könnte, wenn mir danach wäre... aber vielleicht ist es gar nicht so schlau von mir. Ich muss mal eben meine Rohstoffe zusammenzählen. 1, der zählt nicht mit. 2, 3. Achso doch, ja, selbst wenn der Räuber noch käme, könnte er mir nichts anhaben. Also ich kann mir ruhig für ein Gold jetzt einen Rohstoff holen, den ich vielleicht gleich brauche.
was brauche ich denn zum Beispiel, um noch eine Stadt zu bauen? Da brauche ich ja 3 Eisenerz und 2 Getreide. Ja, pass auf, dann drehe ich mein Gold auf 0, hole mir noch ein Getreide dafür und lasse den fahrenden Händler damit dann wieder losjuckeln. Und ja, mein Gegner ist dran. Also der ist immer noch dran, denn ich habe nur das Ereignis für mich quasi abgehandelt gerade. Großes Handelsschiff, Ziegelbrennerei. Ja, Ziegelbrennerei wäre für ihn interessant, auch wenn er bereits eine Lagerstätte da neben seiner Lehmgrube hat und auf der anderen Seite eine Eisengießerei. Weil ich mir gerade, das Licht wird langsam zu schwach für die Kamera hier, irgendwas scharf zu sehen. Ich mache mal kurz Pause. So, mit etwas mehr Licht kann man auch erkennen, was man da machen kann. Irgendwie sitzt er die ganze Zeit auf seinen Karten fest, oder bilde ich mir das ein? Nee, er hat auch doch vor kurzem neue bekommen. Er hat bisher 3 Siegpunkte. Der hinkt ganz schön hinterher. Also es, man könnte denken, dass ich irgendwie für den da oben besonders schlecht spiele. Mache ich das? Ist das vielleicht unbewusst? Na, ich guck mal, ob der jetzt gerade eine Straße zum Beispiel bauen könnte. Nee, hat kein Holz. Hat er irgendwas viel, das er da tauschen könnte? Auch nicht wirklich. Meine Güte. Also da 2 Lehm. Manometer. Was kann er denn damit anfangen? Ohne Holz kann man fast gar nichts anfangen. Und ich habe auch nicht so viel von irgendwas anderem, dass ich da sagen könnte, ich tausche das 3:1. Da hätte wieder Brigitta natürlich geholfen. Hätte ich aber wieder vorher spielen müssen, vorm Würfeln. Zielbrennerei, großes Handelsschiff. Boah. Ist ja auch Quatsch, wenn man jetzt gar nichts macht in seinem Zug. Er könnte natürlich jetzt eine der Karten tauschen. Vielleicht tauscht er die Ziegelbrennerei mal weg und legt die hier drunter. So. Und dann nimmt er sich stattdessen das Gemeindehaus. Für das Aussuchen einer Karte aus einem Nachziehstapel zahlen Sie nur einen statt 2 Rohstoffen. Okay. Lässt er mal so liegen und gibt das Ruder weiter an mich hier unten. Guck mal, hoppala, da wird er beinahe vom Tisch gerollert. Einmal die 6. Und da sehe ich auch gleich hier vorne. Getreide gibt einen mehr. Haben wir noch eine 6? Ja, ganz außen. Einmal die Schafe. Wo haben wir sie denn im Bild? Da. Also die Schafe. Noch eine 6? Ne. Kann ich noch so oft gucken. Aber hier kriegt einmal Eisenerz dazu. Und das war es aber auch schon wieder. Und die Harfe, das war doch das Ding mit einem Fest. Und die liebe Inga, die mir ja immer noch den Geschickvorteil bringt, lässt mich jetzt einen Rohstoff sammeln, nicht von meinem Gegner, das war das andere Ding mit der Waage, sondern einfach so aus der Luft heraus wird dann zum Beispiel, was hole ich mir? Ein Schaf? Ne, da habe ich schon 2 von. Was nehme ich mir denn überhaupt? Gold? Nö. Was brauche ich denn als nächstes? Lehmhandelsschiff brauche ich mal Holz und Schafe. Ja, ich nehme noch ein Holz. Ich habe nämlich nur einen kleinen bescheidenen Wald. Drehe ich mir das mal auf 2. So, damit ist das dieses Hafensymbol auch erledigt. Und der andere war sowieso. Jetzt kann ich gucken, will ich etwas bauen? Will ich jetzt irgendwie umziehen? Ich könnte zum Beispiel Folgendes machen. Ja, mache ich auch hier. Mit meiner Umzugskarte tausche ich 2 eigene Landschaften. Und zwar... Oder, genau, es ist nicht und. Denn ich habe gerade überlegt, wie schlau wäre das, wenn ich mal hier meine beiden Schafweiden, ich habe jetzt eigentlich 3 davon sogar. Ist das schlau, das da beide zu machen? Ich dachte gerade, ich packe die mal nebeneinander und hoffe dann darauf, beziehungsweise suche mir gleich in einem weiteren Zug die entsprechende Woll, wie heißt die Woll, irgendwas, Karte raus, die dann eben den Ertrag auch nochmal erhöht, dass ich also auf beiden Schafweiden dann plötzlich mehr dazu kriege. Ja, ich mache das einfach mal, damit ich diese Umzugskarte mal benutzt habe. So, die tauschen einfach nur ihre Plätze. So, ich muss natürlich die Umzugskarte dann auch abgeben. Tauschen Sie 2 eigene Landschaften, Rohstoffbestand und so weiter. Ja, ist alles klar. Die kommt aus dem Spiel. Da hinten war mein Ablagestapel für die Karten. Und kann ich noch mehr? Will ich noch mehr? Ich muss auch immer mal zwischendurch zusammenziehen, was für Rohstoffe hier sich angesammelt haben. Ja, also 7 sehe ich jetzt gerade auf den ersten Blick. Sollte ich noch irgendwas bauen? Zum Beispiel ein Lehmhandelsschiff mit Holz? Ja, warum eigentlich nicht? Komm. Wir packen hier das Lehmhandelsschiff hin, muss mit einem Schaf und einmal Holz bezahlt werden und schon ist das Thema erledigt. Und ich habe jetzt noch einen weiteren Handels, nach Dingenskirchen, Handelssymbol,
ein weiteres Handelssymbol auf meinen Karten. Das heißt, diesen Vorteil nimmt mir sobald ist mal keiner weg, diesen Handelsvorteil. Ich ziehe auf 4 Karten auf. Das war die erste. Wieder ein Goldschmied. Habe ich den nicht gerade weggetauscht? Naja. Und ich habe auch eine Brigitta, die weise Frau. Das sind jetzt meine 4 Handkarten hier. Und mein Gegen... Ah, Momentchen. Ich habe doch gerade... Wie war das jetzt? Laut Regel, die Abfolge, muss ich mich kurz nochmal drüber informieren. Man zieht Karten... Und dann darf man, doch, genau, pass auf, durch Zahlung von 2 Rohstoffen, ich muss natürlich nochmal eben die Passage aufgreifen hier, bevor ich da irgendeinen Quark erzähle, Handkarten tauschen, jetzt haben sie so viele bla bla bla, die oberste bla,